Zuerst kommt einfach mal Angst, die Verarbeitung der Diagnose Krebs. Und dann, als das einigermaßen bewerkstelligt war, kam eben dann das Problem, wie bewältige ich jetzt meine Impotenz oder meine Inkontinenz? Jährlich wird bei ca. 58.000 Männern neu Prostatakrebs entdeckt. Jeder Mann erlebt die Diagnose anders, doch allein steht er nicht. Die Zahl der Erkrankten steigt, weil Prostatakrebs durch Bluttests heute früher und häufiger entdeckt wird. Aber auch die Behandlungsmöglichkeiten haben sich verbessert. Dieser Film will darüber aufklären, dass unterschiedliche Behandlungsoptionen zur Wahl stehen und dass es die Möglichkeit gibt, an der HARO-Studie der Stiftung Männergesundheit teilzunehmen. Sie untersucht die Versorgungssituation von Männern mit Prostatakrebs und wird von der Gazprom Germania GmbH gefördert. Heute kann man sogar mit dem Prostatakrebs sehr gut leben. Und das Todesurteil mag für viele andere Tumorarten zutreffen. Aber auch bei den hochaggressiven, hochbösartigen Tumoren sind ja heute die Behandlungsmöglichkeiten ganz anders als noch vor 10 Jahren. Das gilt insbesondere für den Prostatakrebs. Die moderne Strategie ist heute, dass wir sogar sagen, man kann heute gut mit dem Krebs leben, wenn man ihn sorgfältig kontrolliert. Nehmen Sie teil an der HARO-Studie. HARO bedeutet Hormontherapie, Active Surveillance, Radiotherapie, Operation und Watchful Waiting. Die Versorgungsstudie HARO wird den Verlauf der Behandlung an 5000 Patienten bis zum Jahr 2012 beobachten und auswerten. Sie soll zeigen, ob eine sofortige Therapie risikolos zugunsten der Lebensqualität aufgeschoben werden kann. Das Stichwort ist, wie vermeide ich eine Überbehandlung unter Erhaltung der Lebensqualität?